Hallihallo, ihr Lieben. Und schon haben wir wieder das nächste Tutorial. Ich habe totalen Spaß dran, das für euch hier so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und heute habe ich für euch mal das Schwarzwaldkätzchen gemacht. Ein von den Farben her relativ minimal gehaltener Look, aber mit einem extrem, extrem auffälligen Eyeliner, der das Ganze echt so mit einem kleinen Extra-Kick versieht. So sieht das Ganze dann aus. Ist in der Kamera ja immer ein bisschen schwierig, weil die Farben ja so verfälschen. Ich packe euch auf jeden Fall mal einen Link in die Infobox, wo ihr dann die Close-Up-Fotos sehen könnt. Genauso wie nochmal die gesamte Materialliste. Gemacht habe ich das diesmal mit dem Cosmetic Cosmo Quad Grüne Hölle. Also mit zwei Farben daraus. Aber wie immer gilt, ihr könnt natürlich auch Farben nehmen, die ihr schon habt und die einfach so ähnlich sind. In diesem Sinne würde ich sagen, geht's dann auch direkt schon los. So, wie immer fangen wir damit an, eine Lidschattenbase aufs gesamte Augenlid aufzutragen und zu verteilen. Die ist ja dafür da, dass euer Lidschattenkunstwerk sich nicht nach bereits 3 Stunden in die Lidfalte verkrümelt. Denn wenn wir uns so viel Mühe geben, dann wollen wir da ja auch ein bisschen länger was von haben. Diesmal habe ich, um den Lidschatten ein bisschen strahlen zu lassen, noch eine farbige Base gewählt und habe in meinem Fall einen khaki-grünen Kajalstift von Urban Decay, einer von den 24/7 Linern, gewählt. Ich habe mir die Form, die der Lidschatten haben möchte, schon jetzt so ein bisschen aufs Auge vorgemalt, so eine leicht kantige, katzige Form. Das verteile ich jetzt mit dem Finger, bis das eine schöne, gleichmäßige Verteilung hat, Fläche hat quasi, und arbeite jetzt die Form schon so ein bisschen heraus, damit ich mich da gleich mit dem Lidschatten dran orientieren kann. Da haben wir jetzt das Grüngold. Das ist der Lidschatten, den ich jetzt mit dem Lidschattenpinsel auf die erste Hälfte des Augenlides auftrage. Das geht bei dem eigentlich immer am besten, wenn es so ein bisschen getupft wird. Fangt einfach ganz innen an und bringt es ungefähr bis zur Hälfte rüber. Und schon jetzt darauf achten, dass die Kante nicht ganz so hart wird. Da wird nachher nicht viel drüber geblendet. Deswegen sie jetzt nicht ganz so hart machen, dann habt das nachher nicht so schwer. Als nächstes nehmen wir dann den Schwarzwald und das könnt ihr mit dem gleichen Lidschattenpinsel auftragen, dreht den einfach um und fangt dann von der anderen Seite des Augenlides an, den auch ungefähr bis zur Mitte aufzutragen. Einfach jetzt sich schon ein bisschen an der Form von dem Kajal halten. Und ihr könnt das eigentlich immer ganz gut sehen, ob eure Augen gleich sind, indem ihr den Kopf so nach hinten macht. Und ja, da habe ich jetzt gesehen, dass die Form noch nicht ganz hundertprozentig passt. Es ist sehr schwer für mich gewesen, so eine andere Augenform mal zu schminken. Ich bin auch nicht so zu 1000% zufrieden, aber ich habe mein Bestes gegeben und fand das eigentlich sehr interessant. Also das will ich auf jeden Fall nochmal öfter ausprobieren. Und ich habe jetzt halt immer so lange Schwarzwald und Grüngold nachgeschminkt, bis die Form und die Verblendung so war, wie ich das haben wollte. Wie gesagt, die obere Kante habe ich nicht wirklich viel verblendet. Ich wollte das so ein bisschen kantig, hackig sozusagen haben. So, jetzt haben wir es eigentlich schon ganz gut hinbekommen. Und jetzt habe ich mir noch einen etwas präziseren Pinsel genommen. Das ist von Bobbi Brown, so ein Eye Definer. Und trage ein ganz kleines bisschen von dem Schwarzgold jetzt auch noch unten auf. Nicht besonders viel, aber so, dass wir eine Anbindung nach unten haben. Ja, und jetzt kommt der markante, katzige Eyeliner, der das Make-up so ein bisschen ausmacht. Ich habe hier einen Gel-Eyeliner genommen mit der Eyeliner-Elke und trage das auf den Pinsel auf und fange an, das vorsichtig von der Mitte des Auges aufzutragen. Erstmal ganz dünn, denn Mädels, glaubt mir, dick wird das von ganz alleine. Nach vorne gehe ich bis zum Anfang der Wimpern und ziehe das dann eigentlich bis nach oben, also soweit ich das möchte, dann raus. Und ich mache es immer so, dass ich mir dann da einen Punkt markiere und dann von außen nach innen gehe, weil dann kann ich auch genau sehen, wie dick der werden soll. Und dann mache ich das immer und immer wieder und so baut sich dieser Lidstrich dann eigentlich so nach und nach auf. Wenn der Pinsel sehr präzise ist, ist das eigentlich auch relativ einfach. Hier habe ich jetzt wieder geguckt, ob sie gleich sind. Und ja, dann geht es eben immer wieder nach zu legen mit dem Produkt und nach den Liner eben so zu machen, wie er werden soll. Und das Gleiche habe ich natürlich dann auch noch unten aufgetragen, auch da diesmal wieder nur ganz, ganz wenig.
Da ist mir allerdings ein kleiner Patzer passiert, deswegen seht ihr jetzt mal, wie ich dann sowas wegmache. Ich habe auf das Q-Tip ein bisschen Watteentferner, Make-up-Entferner drauf gemacht und dann kann man das wie mit so einem Tintenkiller dann eigentlich alles wieder auslöschen. Und jetzt kommt was ziemlich Ekliges. Ich habe nämlich die Wasserlinie oben und auch unten wirklich ganz, ganz schwarz gemacht, damit ihr da so einen ganz, ganz intensiven Blick bekommt. Das sieht fies aus, aber macht so echt so eine Kleinigkeit, die es ausmacht. Zum Schluss werden wie immer die Wimpern getuscht. Ich habe das jetzt mal mit so einer Gratisprobe von der Chanel Inimitable gemacht. Teste die gerade, denn das ist ja Renis heiliger Gral und da müssen wir mal gucken, ob der bei mir denn auch bestehen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Fürs Gesicht habe ich mir dann jetzt ein bisschen Frische ausgesucht. Das ist Bite of an Apple von MAC. Sollte wirklich nur ein ganz, ganz leichter Hauch sein. Und den trage ich hier mit der Rouge Rosé auf. Und dann habe ich mir einen pinken, leicht pink-nudigen Lipgloss dazu ausgesucht. Ja, und voilà, ist das der fertige Look. Ja, jetzt wisst ihr, wie ihr euch in ein Schwarzwaldkätzchen verwandeln könnt. Und ich hoffe, das war diesmal für diejenigen unter euch, die ein bisschen mehr auf ausdrucksstarkes Make-up stehen, so wie ich, mal wieder was dabei. Der nächste Look wird vielleicht wieder ein bisschen dezent. Also wir schauen einfach mal. Wie immer gilt, ich freue mich tierisch über Videoantworten oder über Twitpics, die ihr mir auf Twitter schickt. Den Link zu meinem Twitter packe ich euch auch nochmal in die Infobox. Und ja. Wenn euch die Tutorials gefallen, dann bitte unbedingt auch ein kleines Gefällt mir drücken. Das ist für mich ein Feedback. Auch gerne einen Kommentar da lassen. In diesem Sinne sage ich einfach mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Coco.